Hey und willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video behandeln wir das Glühaugen-Pokémon Luxtra. Luxtra hat mal wieder ein sehr nices Design, findet ihr nicht auch? Nun gut, wenn man sich hier die Werte anschaut, merkt man, dass der Angriffswert mit 120 recht hoch ist und das ist auch genug, um viel Schaden anrichten zu können. Die defensiven Werte sowie die Initiative lassen jedoch komplett zu wünschen übrig. Durch den Elektrotypen ist Luxtra resistent gegenüber Attacken der Typen Elektro, Flug und Stahl und weist lediglich eine Bodenschwäche auf. An sich gibt es drei Fähigkeiten, zwischen denen man sich bei Luxtra entscheiden kann. Zum einen Rivalität, eine eher uninteressantere Fähigkeit, da diese nicht reliable ist. Wenn Luxtra gegen ein Pokémon desselben Geschlechts kämpft, steigt die Stärke von Angriffen um 25% und wenn es gegen ein Pokémon des anderen Geschlechts kämpft, sinkt diese wiederum um 25%. Die zweite Fähigkeit ist Bedroher. Und Bedroher kennt man. Wenn man Luxtra in den Kampf schickt, sinkt der Angriff beider gegnerischer Pokémon um jeweils eine Stufe. Und die letzte mögliche Fähigkeit wäre Adrenalin. Wenn Luxtra unter einem primären Statusproblem leidet, erhöht sich der Angriffswert um 50%. Luxtra wird hier mit der Fähigkeit Bedroher gespielt. Je nachdem, wie man es spielen möchte, kann man ein frohes oder ein hartes Wesen spielen. Wenn man sich für das frohe Wesen entscheidet, dann werden die EVs in den Angriff und die Initiative gesteckt. Beim harten Wesen geht man auf die KP und den Angriff. Und bei den Items kann man sich für die Gaufebeere, die Zitrobeere oder eine Offensivweste entscheiden. Mit Stromstoß hat man eine sehr starke Elektro-Step-Attacke zur Verfügung, die jedoch ein wenig Rückstoßschaden mit sich bringt. Weitere offensive Attacken, die Luxtra zur Verfügung stehen, wären Kraftkoloss, Eiszahn, Feuerzahn, Knuddler, Psychobeißer und Knirscher. Wenn man mehr supporty unterwegs sein möchte, bieten sich die Kulleraugen an, da diese mit einer erhöhten Priorität den Angriff des Ziels um eine Stufe senken. Die Trugtränen kann man verwenden, um den Spezialangriff eines Gegners um zwei Stufen zu mindern. Und da Luxtra recht langsam ist, kann es mit einem Voltwechsel ein weiteres Pokémon safe einwechseln. Und wie immer kann man auch auf Luxtra ein Schutzschild spielen. Mit Luxtra hat man eine weitere Option auf ein Bedroher-Pokémon zur Verfügung, welche einen anderen Typen abdeckt. Da es recht fragil und langsam ist, ist Luxtra eher nischig unterwegs und benötigt die richtige Umgebung, um zu funktionieren. Jedoch spricht eine große Auswahl an anwendbaren Attacken für sich. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz angeschnitten haben, nämlich, man kann Luxtra auch mit Adrenalin und einem Heißorb spielen, wodurch sich der Damage Output drastisch erhöht. Jedoch finde ich, dass man hierfür noch mehr Support durch das restliche Team benötigt und es noch mehr eine Nische bedient als ohnehin schon. Zu den Countern und Checks gehören vor allem spezielle Boden-Pokémon bzw. Bodenattacken, die Luxtra recht leicht rausnehmen können. Hierunter fallen zum Beispiel Pokémon wie Heatran, Kurtel oder auch Gastrodon, die alle ohne Probleme gegen Luxtra klarkommen. Ansonsten profitieren auch Pokémon mit Unbeugsamkeit oder Siegeswille sehr vom Bedroher. Hierunter zählen Pokémon wie Voltolos oder Zesurio. Zusätzlich zur Senkung des Angriffswertes wird der Angriff bzw. Spezialangriffswert mit diesen Fähigkeiten um zwei Stufen erhöht. Bei den Partner- und Team-Pokémon kann man zum Beispiel Gordrom mitnehmen, da dieses das Grasfeld herholt und Attacken wie Erdbeben und Intensität abschwächt, die Luxtra bedrohen. Zusätzlich hilft die Regeneration auch dabei, um den Recoil-Damage von Stromschuss rauszuheilen. Weitere mögliche Spielarten wären der Bizarro-Raum, um Gebrauch von der geringen Initiative zu machen. Zwirklopp und Porygon 2 sind hier mal wieder die besten Beispiele, um den Bizarro-Raum hervorzurufen. Und da die Initiative von 70 so nicht eindeutig nach dem Bizarro-Raum ruft, kann man hier auch auf den Rückenwind gehen. Pokémon wie Boreos oder Elfun bieten sich hier natürlich wieder an. Ansonsten kann man auch hier sagen, wenn man Luxtra Supporty spielt, kann man es in vielen Teams spielen. Der Bedroher spricht ja bekannterweise für sich und wenn man diesen noch mit weiterer Utility ergänzt, ist das schon was sehr Feines. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!